Hallo und herzlich willkommen zu einem sittlichen Anfang der Galacticraft Folge 108, genau. Ja, 108, der hat ja die Versionsnummer rausgehauen. Und wie ihr seht hier gleich mal fettes Versionsnummer, du Lauch. Folgennummer. So, und ich kann mich ja jetzt mal ganz kurz hier ein bisschen hoch. Wow, fuck! Alter, ich zeige hier die Map und dann sehe ich gar nicht, dass da ein Creeper auf mich kommt. Schaut euch das an. Da hinten übrigens ein Tempel, sehr geil. So, ich zeige euch das mal ein bisschen noch kurz. Ja, wir haben die Base logischerweise oben platziert. Genau. Wie man hier sieht. Und ich starte gleich mal die Playlist, ansonsten komme ich da ja nicht dazu. Wer das tut, da gebe ich hier gleich mal noch die sinnvollen Restkommentare ab. Und zwar, wieso haben wir die Base umplatziert? Natürlich, weil wir die Mod-Version aktualisiert haben. Und da steht jetzt auch hier diese Mod zur Debatte, wenn ihr mich selbst seht. Und zwar der Machine Muse Modular Power Suits Mod. Der ist ja jetzt auch offiziell verfügbar. Das heißt, wir können jetzt das Modpack zur Verfügung stellen. Allerdings müsst ihr beachten, oh, wir haben hier gerade Frame-Einbrüche, weil hier gerade neue Chunks laden, keine Ahnung. Ja. Da müssen wir ganz kurz chillen und wir warten hier 17 Frames, 20 Frames. Ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt mal und looten mal kurz einfach so zum Spaß Tobi, den Tempel da aus, ja. Warum sind unsere Frames hier so scheiße? Ja, das ist ganz normal, einfach am Anfang, weil... Ja, nee, aber es ist richtig übertrieben scheiße, ohne Spaß. Ja, ich weiß, das weißt du, wie es mir geht. Ja, aber es geht nicht weg. Also, wir spielen hier mal ganz kurz aus Tobis Perspektive, so muss man sich das vorstellen, bei ihm das Let's Play. Ist ein bisschen traurig, ja. Hoffentlich ändert sich das irgendwann mal. Siehst du eigentlich, mit was für einer Geschwindigkeit man durch den Ozean schwimmt? Das ist ja ekelhaft. Ja, ist wirklich traurig. Wir haben aber wieder 80, 90, 70 in Wirklichkeit Frames. Was natürlich wunderbar ist, ja. Das ist ja, dann muss ich natürlich noch dazu sagen. Ja, da wir haben einen alten bekannten Mod wieder da. Ja, den ich euch natürlich. Ja, den. Oh, jetzt konnte ich es nicht so spektakulär sagen. So, wir schauen mal ganz kurz. Oh shit, hier war natürlich eine Trap mit Dispenser. Also wow. Ihr seht, ich habe gerade auch, ja. Ach, du bist du gerade in dem Dschungeltempel schon. Ja, ja. Boah, diese Pfeilfallen, hey, unglaublich. Hey, hier kann man Schalter drücken. Hey. Oh, warte doch auf mich, Mensch. Mann, Junge, du bist zu lahm. Ja, ich habe gerade 2 Frames pro Sekunde. Ja, ist nicht so. Abbrechen. Müssen wir gar nicht. Du kommst jetzt rüber. Ja, das geht nicht. Ich habe 1 Frame pro Sekunde. Ja, ich hatte 20. Ist auch nicht gut. Ich habe 2. Hey, cool. Dispenser abgebaut. Nee, ich warte jetzt noch ganz kurz Fairness halber auf den Tobias. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder, ja, und dann mit mehr als 2 Frames pro Sekunde. 1 Frame pro Sekunde. Zieht euch einfach rein, ihr seht hier nur ein Standbild von dem Tempel. Ah, jetzt wird es wieder flüssiger. Ja, dann brauchst du es auch nichts machen. So, jetzt sind wir schon bei 11 Frames, bei 7 Frames, bei 5. So, ich bin mir noch nicht sicher, was es da bedeutet, diese Pistons, aber das können wir ja gleich herausfinden. Ah, vielleicht hier. Wie bist du schnell darüber gekommen? Ich bin einfach über den Landweg gegangen, nicht übers Wasser. Ah, fällt mir erst jetzt auf, dass es da einen Landweg gibt, ehrlich. Genius. Nee, aber ich muss jetzt hier kurz abbrechen, weil das haltet ihr so nicht mal aus, da komme ich bis zum Folgenende nicht mehr an. Also dann sehen wir uns gleich wieder, bis gleich. So, da sind wir wieder nach der kurzen Pause hier. Tobias ist wieder ready am Stissel. Und ich zeige hier nochmal ganz kurz, was los ist. Und zwar sind hier 3 Sticky Pistons, die ich kurz abreiße. Ja, also ihr seht hier mal wieder, hier geht einfach eine Treppe hoch in den Dschungeltempel, dann habt ihr eine schöne Aussichtsplattform. Die Treppe, die nach unten geht und die schön versteckten, professionell versteckten Fallen hier, ja. Ja, immer die Fallen sind hier, hier sind so Dispenser gewesen, die habe ich jetzt aber weggemacht. Genius! Ja, die Kisten hat er natürlich schon ausgelootet, ja. Ja, ich meine, du lässt dich genauso wie ich auch von diesem Scheiß treffen. Ja, echt so geil. Ja, Mann, ich habe Rotten Flash bekommen. So, und ich starte auch wieder die Playlist. So, ja. Richtig. Ich muss natürlich auch noch dazu sagen, das ist wichtig. Wir haben die Redstone, die Quarry umplatziert, weil wir jetzt wieder die neuen Atze ausnutzen können. Ja, Tobi, willst du die Tripwires mitnehmen? Weil wir haben keinen Bock, die zu craften. Tripwire Hooks, die habe ich schon mitgenommen. 2 davon zumindest. Ja, nimm mal alle 4 mit. Ich nehme mal das ganze Redstone-Zeug einfach mit, ja, weil die kann man immer brauchen. Repeater, die repeaten sich. So, gibt's hier noch irgendwas vielleicht auf dem Dach abzustauben? Nee, glaub nicht. Aber wir lassen den natürlich stehen, weil es macht natürlich was her. Genau. Und dann machen wir erstmal Tag.
Und dann, ja, dann gehen wir jetzt wieder zurück in die Base, beziehungsweise wir teleportieren uns zum Mond. Ja, ich meine... Zur Space Station, genau. Zur Space Station, da sind wir auch schon und ja, ne? Warte mal, wie bist du da so schnell hergekommen? Portable Teleporter zur Base und dann von da aus... Ja, okay, das habe ich auch gemacht. Okay, also ihr seht hier, ich habe jetzt auch mal schon ein bisschen... Wieso ist unser Schild weg, Tobi? Wieso ist unser Schild weg? Hier war doch so ein schickes Schild von dir. Das haben wir weggemacht, weil wir dann überlegt haben, dass wir da so ein Bild hinmachen. Weiß nicht mehr. Atom. Ihr seht, wir haben hier jetzt schon wieder neues Uran gesammelt. Wir haben jetzt hier schon 26 Breeding Uranium und 15 Enriched Uranium. Das werde ich jetzt auch gleich mal umsetzen, weil es gibt nämlich genau 3 Fissile Fuel Rods. So, Atomus Kraftus findet ihr hier, ist natürlich Latein. Ich weiß, nicht jeder ist der wunderschönen lateinischen Sprache mächtig, aber ich bin's ja. Und deswegen könnt ihr einfach jegliche Fragen an mich wenden. Tobi? Ja. Sehr gut, ich dachte schon, dass ihr hier irgendwie Probleme hat mit seinem lausigen Internet. Nein, mein Internet ist nicht lausig. Also sein Internet ist einfach nur richtig erbärmlich schlecht, falls ihr es noch nicht wusstet. Also, wir haben hier jetzt, wie gesagt, das Atomkraftwerk, das könnten wir dann theoretisch jetzt auch schon in Betrieb nehmen. Ja, wenn er Nein, ich habe den Fuel Rod. Wieso hast du das so krüppelig gemacht hier schon wieder, so verschwendet? Ja, weil ich dachte, wir ziehen da eine Decke rein. Ja, das machen wir ja auch. Hochgebaut. Also ja, dann werde ich hier, ja, so, wie sieht's aus? So, pass auf, jetzt kommt es hier natürlich runter, in der Mitte, und zwar hier, das... Ich würde sagen, wir haben ja jetzt bald sowieso genug Energie, deswegen werde ich jetzt hier einfach mal unser Quantum-Ding wieder anschließen und dann werde ich hier einfach mal schnell die Atomsachen hier craften, ne, so. So, Tobias, klär uns bitte darüber auf. Ja, aber es geht halt einfach nicht, weil ich meine, ja, wieso auch, ja? Was geht? Ich kann das Crafting-Ding einfach nicht öffnen. Welches Crafting-Ding? Ja, den Block, der da zum Craften gibt. Welcher Block? Das ME-Crafting-Terminal. Vielleicht deswegen, weil er nicht an Strom angeschlossen ist? Den musst du ja nicht an Strom anschließen. Du musst nur dieses Quantum-Ding an Strom anschließen. Das hat ja vorher auch schon mal funktioniert. Und das ist jetzt an Strom angeschlossen. Ja, gut, das haben wir aber auch schon letztens gemerkt. Schau mal, ob die Energiemenge reicht. Die Energiemenge reicht. Ist noch genug da. Ist noch fast voll. Bist du dir sicher, Junge? Hast du eigentlich Glas? Die Singularity? Hast du eigentlich eine Elite Battery Cube Box? Ja, habe ich 2 Stück extra mitgenommen. So. Ach ja, genau, das haben wir noch gar nicht gezeigt, Freunde. Was haben wir hier gemacht? So, ganz einfach. Ich werde jetzt noch mal ganz kurz hier zeigen, wie wir darauf gekommen sind, auf diese geniale Geschichte hier. Tobias hat übrigens hier gefailt und so. Wie machen wir das jetzt hier bei diesem Gedöns? Ja, ganz einfach. Hier kommt jetzt, ist jetzt Warn bei 1600. Warum? Wir brauchen mehr. Wir brauchen mehr Strom. Mehr. So, zack. 1700, 1900 soll uns warnen. So, das heißt, hier kommt dann ein Signal raus, welches natürlich... Der hat jetzt übrigens 100 Grad, weil die haben... Haben wir nicht erklärt, weil wir haben nämlich noch den zweiten Control-Rod, glaube ich, offscreen hinzugefügt, oder? Nö, wir haben halt... Ich habe hier den zweiten Behälter schon mal gebaut, aber... Also, aber den hast du lausig schlecht gebaut. Wollte ich dir nochmal ganz gut sagen. So, und dann seht ihr hier das Ding... Fängt an zu produzieren, so. Allerdings momentan noch erbärmlich wenig. Das heißt, wenig, 240 Grad Celsius, hier kommt natürlich dann später das Redstone-Signal raus. Besser gesagt, das ist gerade kein Redstone-gepowertes Signal. Dann wird dieser Block hier natürlich, diese Torch geht aus, dann geht diese Torch hier an, dann geht dieses Ding hier an, dann geht es hier weiter und gibt an die Pistons, welche natürlich dort angebracht sind, 2 jeweils, ein Signal. Die Control-Rods werden ausgefahren und ihr braucht mindestens 2 Stück. Mit 2 haben wir herausgefunden, ist es ideal. Yeah, sind wir nicht gut. So, und was hat Tobias hier für einen Fehler gemacht? Das so ab, Alter. Das ist ja WTF. Ich habe gerade die Energy Cube in dem Ranch kaputt gemacht. Hast du gesehen, wo die runtergefallen ist? Die ist jetzt einfach auf die Erde zurückgefallen. Was eine Energy Cube? Einfach so verschwendet? Ja. Oh, du bist so unfähig, Tobias. Oh shit, jetzt wird es ja runtergekühlt. Tut mir leid. Wir machen mal ganz kurz das Ding hier weg, damit das Ding weiterläuft. So, machen wir jetzt hier natürlich Obsidian hin, ja. Der Block kommt hier ran, wunderbar, dann kommt hier natürlich das Redstone drauf. Das Problem ist, Tobias ist... Ja! Tobias? Du kannst abbrechen. Warum? Bin vom Server geflogen. Ja, dann komm halt wieder drauf. Ja, mein Minecraft ist komplett gecrashed. Okay, dann sehen wir uns gleich wieder nach dem zweiten Cut.
So, da sind wir wieder und ja, ich habe jetzt erstmal die Fissile Fuel Rod hier mal rausgemacht, weil wir wieder Probleme mit dem Redstone-System haben. Du Pussy, steckst du hier rein. Ja, und wir müssen hier natürlich jetzt möglichst platzsparendes Signal invertieren. Tobias ist natürlich mal wieder eine Pussy und hat Angst, dass das Ding hochgeht. Ja, tut mir leid. Hier ist das Wayne Train, ja. Also, ich meine, ein bisschen Risk muss ja am Start sein, oder? Ja, und no risk, no fun. Wie seht ihr das, Freunde? Schreibt doch mal in die Kommis. Seid ihr da so die mega vorsichtigen Pussilanten, oder? Was für Pussilanten? Ja, so wie du zum Beispiel. So. Okay, so, jetzt machen wir da erstmal das Ding weg. Und jetzt pass auf. Zack, zack, zack. So, ich habe gerade deine gesamte Redstone-Schaltung ruiniert. Nee, die habe ich schon komplett kaputt gemacht. Okay. Aber die Fackeln bräuchte ich vielleicht. Ah, schon wieder. Ist immer das gleiche hier. Wie kriege ich das Ding jetzt am besten da drauf? Ich weiß nicht, ob das... Hin? Junge, ganz ruhig. Scheiße, habe ich jetzt die Turbine auseinandergerissen? Nein, oder? Nee. Ach so, ich hab den ganzen Fission-Reaktor abgerissen. Ja. Also ihr seht, unsere Turbine läuft stabil, ja. Also ihr seht, in der Elite Energy Cube ist wenigstens schon mal was drin. Das ist schon mal ein Fortschritt. So. Und wenn er jetzt hier rumwackelt, da werde ich mal ein bisschen wieder Wasser in unser Uransystem hier reinpumpen. Für diejenigen, die keinen Plan haben, gleich mal wieder die Turbinen weggerissen, weil ich meine, es muss sein. So, dann machen wir den Fission-Reaktor wieder da rein, weil Mission Erfrischen, kennt ihr ja. So, dann machen wir das Ding da drauf. So, wunderbar, ist wieder am Start. So, und warum habe ich das jetzt gerade so umplatziert, die Slab? Einfach damit man gleich von unten und darauf klicken kann auf den Fission-Reaktor und nicht so hoch. Fehlt noch eine Turbine. Lüg nicht rum, Tobias. Ey, ganz ehrlich, die ganze Zeit tut er die Zuschauer anlügen, dass deine Turbine fehlt, obwohl da gar keine gefehlt hat. Meine Fresse. Der versucht euch hinters Licht zu führen. Wo hast du die Fackeln? Euch. Welche Fackeln? Die Redstone-Torches. Da. Schau hier, Tobias. Schau mal. Schau, da fliegen sie. Nein! 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 Mein Teleporter, Tobias! Hast du gerade ernsthaft gemacht? Tobias, gib mir mal bitte kurz deinen Teleporter. Da ist doch ein Ersatzteleporter in der Enderbau. Nein! Ich weiß nicht, wieso ich seinen Ersatzteleporter reingelegt. Hey, cool, jetzt spawnen wir ausnahmsweise mal über der Base. Finde ich ja. Muss ich sagen, also nicht unbedingt über der Plattform, aber. Meine Güte. Muss halt sein. Ja, bug halt bitte. Mit unserer hässlichen Rüstung kann man aber auch wirklich nicht schwimmen. So, jetzt machen wir da kurz so eine Erweiterungsplanke. So. So, jetzt funktioniert unser Redstone-System. So, jetzt schauen wir uns mal ganz kurz diese Leuche hier an. Ja, die kommen hier nämlich nicht auf die Plattform hoch. Wird's nicht belasten. Haha, ihr Opfer. Haha. Gib mir kurz eine Redstone-Torch. Schick mir, gib mir, ich will das und dies und das. Teleport. Teleport. Rennen. Tja, jetzt habe ich mal wieder nicht auf die Uhr geschaut, ja. Och nee, du bist doch ein Vollidiot. Nutzlos. Ja, also ist mir noch nicht passiert eigentlich, ja. Das ausnahmsweise mal, ja. Da ganz skillig. Wie lange nehmen wir jetzt gerade schon auf? Also ja, wahrscheinlich so 10 Minuten. Ich meine, nach dem Cut. Ja, keine Ahnung. Ich kann es dir genau sagen: 3 Minuten 50 oder so. Schau mal hier. Okay, gut. Das heißt, wir nehmen 11 Minuten insgesamt auf. Hast du es jetzt endlich hinbekommen, Tobias? Warte, ich muss doppelt invertieren, weil das hier auch doppelt invertiert. Ach, du musst doppelt invertieren, so, genau. So ein Lügensohn. Und da ist wieder die Torch. Genau das habe ich vorhin auch gemacht und du meinst, dass es stimmt. Ja, du bist ein Noob. Moment, ich muss gucken. Ja, du bist ein Noob, kannst es gleich zugeben. Ja, ich habe gedacht, ich mache das hier schon Zeit, kurz am Blattspann. Es geht aber schon, du musst mir, gib mir einen Dispenser, dann geht's. Es geht nur so. Es geht auch einfach mit Dispenser. Das geht schon so, wie du es gemacht hast, bloß mit Dispenser, komm. Tobi, lass mich mal machen. Ich hab jetzt schon die Lösung, lass es doch einfach mal so. Nein, das machen wir mit Dispenser. Mit Dispenser ist platzsparender. Jetzt passt. Mit Dispenser ist platzsparender. Was für Dispenser? Ach, geh mal weg, was für Dispenser, was laberst du mich wieder voll? Ich meine natürlich Repeater. So, hier kommt jetzt einfach ein Repeater ran und dann geht es. Easy.
Ja, das müsste funktionieren. Tobi? Ja. Tobi war ein Kenobi. Oder wenn wir jetzt von dem Thermometer-Ding einfach einen Dispenser wegzimmern. Dispenser? Ach, Junge, Repeater natürlich. Ja, ey, und wo willst du denn hinzimmern? Ja, schau, so wie dieser Block. Ja, mitten in die Luft einen Repeater platzieren. Ja, das geht doch. Ist doch revolutionierst die Minecraft-Geschichte. Ja, ich dachte, das wäre schon als eigenständiger Block. Nein, ist es nicht. Ja, was ist das für eine Lauchsache hier? So, also, lass uns jetzt einfach mal so, solange es funktioniert, passt es. Ja, aber es funktioniert nicht. Doch. Es funktioniert nicht. Gib's doch einfach zu, Tobias. Du kriegst nie was hin. Also kann es auch dieses Mal nicht stimmen. So. Hier, Tobias, dafür, dass es funktioniert, funktioniert's. Ja. Funktioniert's. Du kannst ja mal testen, wenn du die Temperatur... Also, Tobias, dafür kriegst du von mir... Hier, kriegst du von mir was geschenkt. Hier, deine Belohnung. Oh. 5 Goldbarren. Greif ich einfach mal Loot ab hier. Ja. Richtig geil, ne? Richtig geil. Richtig mächtig, ja. Richtig. Hier, und dann kriegst du noch die pädophile Dreadstone-Torch. Nice, wirklich super. Okay, und dann kriegst du noch ein Brot hier. Schau, ein Brot. Dann kriegst du noch 2 Raw Beef. Ihr belohnt mich so reich mit Müll, mein Gebieter. Hier. Du hast einfach deinen ganzen Scheiß los. Meine Fresse, ehrlich mal. So, und dann wird es... Hey, warte mal. Du hast aber die Fizzle Rod, oder? Nein, jetzt habe ich sie wieder. Mann, wieso tue ich die immer rausnehmen? Ich hasse das. Wieso machen die nicht Shift-Rechtsklick für rausnehmen und Rechtsklick für ins Menü gehen? Hä? Hä? Wäre doch ein bisschen sinnvoller, würde ich jetzt einfach mal vorschlagen. So. Okay, also ihr seht schon wirklich tipptopp. Ich spring gerade vor Tobis Fresse, es tut mir leid. Ja. So. Hier kriegst du übrigens von mir ein sexy Thermometer. Das ist aber jetzt wirklich eine Belohnung. Hier. Ja. Und währenddessen können wir hier ganz kurz mal hochspringen. Kurz mal hochjumpen. Hier ganz easy peasy lemon squeezy. Das Ding müsst ihr jetzt auch langsam dann andrehen. Ja, ihr seht schon langsam, wie es beginnt zu laufen, sich zu drehen. Wir sind schon bei 1600 Grad. Junge, wir haben ja schon 5 Fissure Rods. Ja, ich weiß, ich hab vorher schön viel über... Richtig nice. Ja, genau. Richtig nice. Okay. Das reicht. Dann schauen wir mal ganz kurz. Die Turbine dreht weiter auf. Wir sind jetzt bei 1800 Grad. Düsend 800 Grad. Ja. So warm wird das hier. Also bei einer Temperatur, die ein bisschen, ja, ne? Ich erinnere mich da immer gerne an das Experiment unseres Chemielehrers, der so eine Eisen... Und bei 1850 bleibt es einfach stehen, da geht's gar... Da variiert die Temperatur gar nicht mehr großartig. Chibidi-chabidi, chibidi-chuchi-cha. Steigt einfach bei 1850 nicht mehr an. Ja, ist doch gut so. Dann haben wir nur noch ein Warnsystem notfalls. Ja, ist auch in Ordnung. So, dann würde ich vorschlagen, machen wir gleich das zweite Ding, oder? Ja, dann mache ich gerade schon den Redstone-Circuit. So, ihr seht, das Ding lädt sich gerade... Parallel dazu. Oh, bitte, bleib mir fern mit dem Zeug. Auf jeden Fall, ihr seht, es läuft alles wie nach Plan und ja, dann würde ich vorschlagen, was ist auch schon mit der Folge. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Nee, ich hoffe, wir können noch ein bisschen was machen, oder Tobi, wie sieht's aus? Ich habe gerade schon so einen Schock bekommen, ja. Du hast mich hier gerade schon, ja, und so, ne? Ich hatte dich schon richtig aus dem Konzept gepömpelt, ja. Ja, du bringst mich gerade wieder richtig aus der Ruhe, ich habe keine Ahnung, wie lange geht das Ding jetzt hier schon? Was habe ich hier eigentlich schon wieder für eine Scheiße zusammengebaut? Das frage ich mich gerade. Weil das kann ja wohl gar nicht sein, sowas. Schaut euch das mal an. Schaut euch einfach an. Was habe ich hier schon wieder für einen Mist gebaut? Ah, macht das Sinn? Wie lange geht das jetzt schon hier, der kleine Teil, den wir hier gerade drehen? Welcher Teil? Ja, halt. Ja, wir haben ein paar Kameras gesetzt. Meinst du der Teil? Ja. Parallel dazu. Parallel dazu. Deine Witze. Nee, jetzt ernsthaft. Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich geht der Teil so... Warte, lass mich raten, in etwa 6 Minuten. Ach, so wenig? Ja, in etwa. Ich glaube, es kam erst ein... Das heißt, wir haben noch 5 Minuten hier, die wir hier auf voll auf. Ja. Also, was auf, ich mache in den 5 Minuten jetzt Folgendes. Ja, wahrscheinlich wollen es einige nicht, viele nicht sehen, aber wir gehen jetzt einfach mal wieder craften. Yeah, yippdi-jabdi-doo-di-di-di-doodle-di. Ja, unsere Turbine dreht sich hier. Also, wir haben jetzt hier schon die Elite Energy Cube, die tankt sich hier voll, ja. Und ja, wir schauen mal ganz kurz bei der Ulti-Vulti vorbei. Die ist voll geladen, natürlich wegen unserer anderen Dimension. Wegen unserer Dimension. So, und wir ich schau mal nochmal schnell in die, nach Hause, in die normale Welt, und da fange ich auch dann gleich schon mal an. Hier? In der normalen Welt? Jojo. Habt ihr schon die Turbinen und alles gecraftet? Nein, natürlich nicht. Ich bin noch nicht Jesus.
Ja, dann starte ich schon mal parallel dazu unserem, Oh Mann, ein Ozelotze. Wo bist du, ja, Ozelotze? Hier laufen richtig viele Ozelotze rum, das liegt halt einfach daran, dass wir momentan Ozelotze, bleib da, ich bring dich um. Ich bring dich um, du kommst nicht weg. Halt deine Fresse, ich will was erzählen. Wir sind in dem Biom-Dreieck, mehr oder weniger. Katzenfight hier, komm her. Wir haben Desert-Biom und... Tobi, warum ist die zahm bei dir? Tobi, die springt vor deiner Fresse rum. Bring sie um. Ich sehe dich gerade nicht. Na egal. Ach, wisst ihr was ich jetzt einfach mache? Dead. Ja, das Tolle ist ja, ne? Ich kann ja hier gerade nicht mal mehr richtig auf die Tasten hauen. Hier ist übrigens ein geiler Biofuel-Generator, ja. Also ihr müsst wissen, Tobias hat Finger hat gerade die Größe einer Wurst. Der hat eine ganz dicke Wurst, ne? Zwischen seinen Fingern. Nein, weil ich einfach, ja. Ist halt einfach so, ne? Muss man mit klarkommen. Ich hab mir einen Kapselriss zugezogen, ja. Oh, meine Güte. Eine Runde Mitleid bitte für Tobias. Ja, ich weiß. Das ist ja gar nicht mal so schlimm, wenn ich nicht 3 Stunden jetzt hätte warten müssen beim Arzt. Das war richtig ekelhaft. Ja. Einfach nur, weil du 3 Stunden da in der Notaufnahme... Ja, es ist traurig, ne? Warte, du darfst jetzt natürlich nicht den Ort sagen. Aber ich kann mir schon vorstellen, wo. Hattest du das auch schon mal? Ja. Ich hab mir mal den Arm gebrochen. Und dann hat der Sportlehrer, der hat einfach gesagt, ne, ich habe natürlich geheult, keine Ahnung, wie alt war ich da, 11 oder so, erster Bruch, richtig hart halt, beim Sportunterricht. Und dann sagt halt der Sportlehrer so, ja, ist nur der Schock, weißt du, mein Arm so voll blau, voll angeschwollen. Ich so, what the fuck, was ist jetzt los hier? Weißt du, so richtig krank gebrochen halt. Einfach nur, wo du auf deinen Arm gesprungen. Ja, ich bin auf meinen Arm gesprungen. Ja, sowas ist möglich. Und das war einfach so bitter. Dann hat er wirklich gesagt, das ist nur der Schock. Dann bin ich wirklich im Winter dann mit dem gebrochenen Arm nach Hause gelaufen. Hab gedacht, ja, das wird schon verheilen, ist ja nicht so schlimm. Hab halt, ne, ist halt so, meine Güte. Ja, also ich will jetzt nicht die Fähigkeit von Lehrern hier unterschätzen. Ja, aber dann also kommt bei unserem, Sportlehrer, wir hatten 2 Stunden Sport im ganzen Schuljahr bis jetzt, ja. Und in beiden Stunden haben sich insgesamt 3 Leute verletzt. Das heißt, der hat eine Verletztenquote von 150%. Ja, und so, was halt auch geil ist, ne, dann war ich halt genau in dem gleichen Krankenhaus und wirklich, du wartest da 3 Stunden oder länger, ich glaube, ich saß da sogar 5 Stunden und wirklich, da kommen so alte Leute mit Schnupfen vor dir dran, das ist so traurig. Ja. Alte Leute mit Schnupfen kommen vor dir dran, das ist, bitte. Das ist einfach nur hart. Bitte. Also ja, wir brauchen 9 weitere Reaktorturbinen. Es ist zwar ganz nett, hier mal ein paar Real-Life-Geschichten von uns zu hören. Ihr könnt uns übrigens auch gerne mal immer ein paar Fragen stellen in den Kommentaren. Wie zum Beispiel, wie lang ist Tobias sein Penis? Aber das kann ich gleich beantworten. Er hat natürlich ein gewisses Tiefland. Im Streitfall werde ich natürlich ein Bild hochladen und dann, ne, so. Ja, das ist aber in Wirklichkeit meiner. Also, ne, also wenn da jetzt irgendwas Großes kommt, dann ist es höchstwahrscheinlich meiner. Andererseits, ja. Magst du dich an ein Bild von deinem kommen? Ja, ist doch klar. Das machst du doch jeden Tag. Ich hab ganz vergessen, täglich. Die Webcam in deine Unterhose. Spannercam. Gibt's bestimmt irgendeine Seite. Wir wollten eigentlich jetzt hier noch was reißen. Ja, wir haben noch 2 Minuten Zeit. Wie sieht's aus? Hast du mir noch eine Turbine gemacht? Ja, genau. Er wird jetzt Turbinen craften und ich guck mal, was jetzt ja, in der Köpfe. Ja, sie wollen nicht gecraftet werden. Die wollen. Ja, super. Super. Wir brauchen diese hässlichen Wollblöcke wieder, ja, wir katapultieren uns mal ganz kurz in die Luft, einfach nur. Die räumt gerade anscheinend noch das Area auf, das sie dann benutzt, um this die Area. Ja, this Area. This Area und ja, dann war ich da. Junge, wir holen jetzt ganz kurz ein wenig Wolle von alle unsere Schafi-Lines. So, wir haben ja jetzt dicke Pistons, das können wir ausnutzen für die Control Rods. Hast du schon 2 Control Rods gemacht? Ach so, dann hätte ich noch eine Frage, ja, an alle, die ist mir jetzt einfach ganz spontan mal gekommen, die mich mal ein bisschen interessieren würde. Ja, nur ein bisschen, also nicht allzu sehr, aber schon ein bisschen, ja. Und zwar wollte ich wissen, sag mal Leute, seit welcher Folge schaut ihr eigentlich Galacticraft? Seid ihr so die ganz spontanen Leute, die so jede zweite, dritte Folge schauen, was ich natürlich auch verstehen kann? Ja, warum ist so spontan? Ganz ja, spontan, okay, ganz spontan, ich schaue mir jetzt einfach mal Galacticraft an. Und jetzt schaue ich mir, was weiß ich, Mr. Loser an.
Und, ja, weil der hat nämlich im Gegensatz zu Galactic Craft nichts zu bieten, aber ja, das wisst ihr ja schon. Ja. Und auf jeden Fall ist es ja so, da, ja, das frage ich mich natürlich jetzt gerade. Seit wann schaut ihr, seid ihr mit dabei? Seit Folge 1, jede Folge, Hardcore-Sessions, jeden Tag mit meinen Freunden in der Pause schaue ich mir Galactic Craft an. Einfach wenn die Gradzahl nicht steigt. Oder denkt ihr, oder seid ihr so die jemanden, die halt sagen, ja, Folge 100 war ganz geil, da habe ich angeschaltet und jetzt schaue ich halt zusätzlich, also... Jetzt, ab jetzt schaue ich zu. Ein bisschen Dirt geben, bitte. Würde mich sehr interessieren, wirklich. Also sagt es doch mir mal bitte, wenn ihr sagt, das ist euch zu peinlich oder das ist euch zu persönlich, dann kann ich das natürlich verstehen. Ihr könnt mir natürlich auch als Entschädigung ein bisschen Geld schicken. So ein Laber, sag jetzt mal ganz ehrlich. Ja, ne? So. Okay, ich habe Wolle, die speise ich gleich mal ins System ein. Was? Wieso schwebe ich hier hoch, wenn ich ein Universal-Cable... Wieso werden 27 Reactor-Turbines gecraftet? Und warum haben wir keine Steel-Ingots? Wieso haben wir keine Steel-Ingots? Ach du Scheiße, Junge, Tobi. Ich habe keine Lust, das andere Steel zu produzieren. Tobi, mach du mal die Turbinen, ich habe keinen Bock. So. Nein, das kann ich gerade nicht machen. Ich bin hier gerade. So, wir gehen einfach nochmal ganz kurz auf die Space Station. Und ich glaube, das mit den Turbinen machen wir offscreen, weil ich habe da echt keinen Bock mit dem Gecrafte. Wir werden schauen, dass wir das jetzt nicht in der Folge machen. Das will ich euch echt nicht antun, Freunde. Mit dem ganzen Stahl, ich glaube, vielleicht werde ich auch ein neues Rezept beifügen. Oder ich mache es einfach mit dem hässlichen elektrolytisierten Eisengedöns-Dust. Genau. Das, so machen wir das. Und ja, ne? Ja, so machen wir das. Ja, so machen wir das. Woher kenne ich das? Ich weiß auch nicht, von mir wahrscheinlich. Ja, wie dem auch sei. Wir tun jetzt hier einfach... Ja, wir sind jetzt am Ende der Folge, ja? Warte, ich muss nur ganz kurz die Elite-Cubes platzieren. Ach du Scheiße, der Server ist letztes Mal abgekackt. Klickt ja nicht rechts auf einen drauf, okay? Wo denn? Wo hast du die platziert? Hier, da wo der Buggy One war. Du weißt schon. Also, da gibt's ein paar Bugs, sage ich jetzt einfach mal. Ja, wir müssen hier noch die paar Bugs dann auch noch demnächst mal fixen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Wir haben die Folge, denke ich mal, auch mal wieder was gerissen. Warte mal. Haben hier ganz schön hier etwas gebaut und so. Wieso? Warum? Scheiß Energy Cube. Ich glaube, damit beenden wir die Folge mit diesen Worten. Ja. Du kriegst mir vorher auch, die gleitet einfach über den ganzen Himmel. Fliegt halt einfach mal weg, so ein Mist. Also... Ja. Also die hat wohl ihre Turbinen eingeschaltet, um wegzufliegen. Ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge vielen wieder. Tschüss, Dank, und bis dass ihr dann dieses Mal dabei wart. Und ja, schreibt mir einen Kommi. Vielleicht bewertet ihr auch negativ, weil da stehen wir drauf. Ciao und bis zum nächsten Mal.